Also, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal wieder ein Video zur Back-to-School-Reihe. Und zwar haben sich viele gewünscht, dass ich auch mal so ein bisschen darüber rede, wie das so ist mit Mittelstufe, E-Phase und Oberstufe. Also irgendwie so Unterschiede, aber auch Tipps, weil oftmals sind meine Tipps natürlich für die Oberstufe gedacht, aber es schauen ja auch viele zu, die etwas jünger sind. Also habe ich gedacht, ich mache dazu jeweils extra Videos. Die werden sich teilweise überschneiden, aber die unterscheiden sich schon. Also wenn ihr wollt, könnt auch gerne alle Videos anschauen, freut mich natürlich. Ansonsten ist das jetzt ein Video für die Mittelstufe. Nicht wundern, ich habe mir hier so ein paar Notizen gemacht und habe das so ein bisschen eingeteilt, damit ich da auch ein bisschen Struktur habe und nicht so wirr rede und nichts vergesse. Und zwar als allererstes, das werde ich jetzt auch in allen Videos sagen, mein Motto ist halt immer, mit wenig Arbeit so das bestmöglichste Ergebnis zu erzielen. Auf jeden Fall habe ich halt nicht so das Ziel, wirklich so einen 1,0er-Schnitt zu haben, weil ich genau weiß, dass ich für diese 20% für diese, sage ich mal, sehr guten Noten überall einfach so viel mehr machen müsste. Also diese 80%, das lohnt sich bei mir halt einfach nicht, weil ich ja auch nicht vorhabe, Medizin zu studieren oder so. Und selbst wenn ihr Medizin studieren wollt, es gibt auch viele andere Möglichkeiten. Wenn ihr noch irgendwas außerhalb der Schule macht oder wenn ihr vielleicht zur Bundeswehr gehen wollt oder sowas, es wird immer irgendwie, glaube ich, einen Weg geben, wie ihr da doch noch reinkommen könnt ins Studium. Und es ist alles in Ordnung, stresst euch bitte nicht, besonders in der Mittelstufe. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich schon mich in der Mittelstufe gestresst habe, dass ich da sehr gute Noten brauche, organisiert sein muss. Und Organisation ist gut, es vereinfacht einiges, würde ich sagen, im Leben. Man hat einfach dann generell mehr Zeit, würde ich sagen, oder kann sich seine Zeit auch besser einplanen und die vielleicht auch ein bisschen effizienter so nutzen, würde ich sagen. Aber ansonsten, ihr seid in der Mittelstufe, genießt es bitte. Unternehmen viel mit Freunden. Klar, die Schule sollte vielleicht nicht so schleifen lassen, dass eure Eltern euch die ganze Zeit stressen. Das ist ja auch nicht so Sinn der Sache. Oder dass ihr euch halt irgendwie auch schlecht fühlt, weil ihr vielleicht dann immer schlechte Noten schreibt. Ist ja auch für jeden anders so, wie man das halt auffasst. Aber es ist alles in Ordnung. Wenn ihr super gute Noten schreiben wollt, dann macht das. Ist auch nicht schlimm, wenn man ein Streber halt ist. Also ist ja nicht schlimm. Wenn ihr aber sagt, mir reicht auch ein Dreierschnitt oder gerade so durchzukommen, ist natürlich auch in Ordnung. Genau, seht es locker. Ich würde jetzt nochmal kurz auf ein paar Fächer eingehen, was so wichtig ist, jetzt so in so einem Rückblick bei mir, wo ich vielleicht hätte ein bisschen mehr machen können oder andere Sachen, wo ich jetzt denke, warum habe ich das überhaupt gelernt? Warum habe ich mich da überhaupt angestrengt? Und zwar in Deutsch in der Oberstufe, ihr schreibt eigentlich nur Texte. Also ihr habt da keine Grammatiktests oder sowas, ihr habt auch keine Diktate. Ich hatte früher in Diktaten mega oft eine 4 oder 5, habe mich dann aber verbessert und was ich überhaupt nicht wusste, das war so in der 10. Klasse, hat meine Lehrerin diesmal gesagt, es bringt nichts, wenn ihr dreimal den gleichen Satz abschreibt. Ihr werdet davon nichts mitnehmen, was auch so war. Sondern sie hat dann gesagt, ihr schaut euch den Fehler an, macht euch so eine Liste, so eine Strichliste irgendwie und guckt, wo macht ihr die häufigsten Fehler, zum Beispiel Rechtschreibfehler oder Kommasetzung oder Ausdrucksfehler. Und bei mir war das so, ich habe sehr oft Kommasetzungen und Ausdrucksfehler gemacht. Und dann wusste ich so, ah, okay, daran kann ich halt üben und lernen. Das heißt, ich habe dann nochmal Kommasetzungen wiederholt, was schon besser geworden ist bei mir. Und ansonsten bei den Ausdrucksfehlern, das passiert mir eigentlich voll selten mittlerweile. Also ich habe mir das halt angeguckt, das ist so diese Satzstellung, die ich oft halt irgendwie so vertauscht habe, warum auch immer. Aber nachdem ich mir das einmal angeschaut habe und so wusste, ah, okay, da liegen so die meisten Fehler bei mir, da war das dann viel einfacher und dann habe ich mich auch nicht mehr so gestresst gefühlt während der Klausur, weil ich schon so im Hinterkopf hatte, ah okay, aufpassen und im Endeffekt konnte ich auch alle meine Fehler nachvollziehen und habe dann halt nichts mehr abgezogen bekommen, was ganz gut ist. Und ich glaube, meine Lehrerin jetzt entdeckt nicht alle Fehler, weil ich habe gar keinen Fehlerquotienten mehr, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, aber es hat sich halt verbessert bei mir. Genau, ansonsten ist es so, ihr braucht eigentlich immer eine Struktur, also so Inhaltsangaben kommen so gut wie jedem Fach dran. Selbst manchmal in naturwissenschaftlichen Fächern müsst ihr da irgendwie so ein bisschen in der Art was schreiben. Also merkt euch, wie man eine Inhaltszusammenfassung schreibt. Fragt den Lehrer auch nach von der Struktur her, was ihr anders machen könnt. Dass ihr da irgendwie so einen Aufbau habt, zum Beispiel in der Einleitung, Standard halt. Das Licht ist gerade ein bisschen. Also in der Einleitung sind ja immer so diese Standardsachen und dann im Hauptteil, wie ihr das besser gliedern könnt. Für mich funktioniert es eigentlich ganz gut, wenn ich am Rand Notizen mache und gar nicht so viele Markierungen. Erst markiere ich dann Notizen und anschließend schreibe ich daraus halt meinen Text. So funktioniert es halt für mich. In Mathe ist es so, ihr lernt ja irgendwie die Grundlagen und ich finde, Mathe kann nerven,
besonders wenn man einen schlechten Lehrer hat oder einen Lehrer, der einem das nicht wirklich beibringen will. Aber im Endeffekt, glaube ich, ist es wichtig in Mathe, dass man so mit dem logischen Denken klarkommt. Also bei mir war das oft so, dass ich ein Kopfmensch bin und mich da total reingesteigert habe. Und wenn ich irgendwie so Panik bekommen habe in der Klausur, dann habe ich aufgehört. Und es gibt nichts Blöderes. Also einfach nochmal weiterdenken und denken, was könnte logisch sein. Schritt für Schritt Sachen aufschreiben, Notizen am Rand machen. Wenn ihr eine Aufgabe nicht versteht, wenn der Lehrer scheiße ist, fragt vielleicht eure Eltern oder Freunde, weil es wird halt in der Klausur dran kommen. Aber im Endeffekt auch in Mathe, ihr werdet alles nochmal in der Oberstufe wiederholen. Licht. Okay, besser? Ich glaube ja. Also auch in Mathe, ihr werdet alles nochmal in der Oberstufe wiederholen. Das Einzige, was wirklich nicht schadet, wenn ihr so Grundlagen mit Plus, Minus, Klammern, geteilt, multiplizieren, irgendwie was in dieser Art nochmal wiederholt und auch wirklich gut macht und vielleicht irgendwelche Tricks euch merkt, weil es kommt ein taschenrechnerfreier Teil, zumindest bei uns dran im Abitur in Hessen. Vielleicht mag es euch in der Mittelstufe überraschen, aber sobald man einen Taschenrechner hat, man vergisst alles. Das ist ganz, ganz schlimm. Auch Brüche. Vielleicht da nochmal so ein bisschen aufpassen bei anderen Sachen. Es wird alles wiederholt. Dann Naturwissenschaften, Chemie, Bio, Physik oder so. Wird eigentlich auch alles wiederholt. Ist kein Drama. Also ich habe zum Beispiel Biologie abgewählt. Das war das Wochenende von meinem 16. Geburtstag. Da haben wir am Montag dann eine Klausur geschrieben. Und ich dachte mir so, ganz egal, es ist mir egal. Ich wollte meinen Geburtstag feiern und habe ich auch gemacht. Bin mega happy darüber. Und dann habe ich trotzdem 9 Punkte geschrieben. Das ist eine 3. Einfach, weil ich mündlich gut mitgearbeitet habe, was ich auch jedem empfehlen kann. Es kann nichts passieren. Der schlimmste Fehler, den man irgendwie machen kann, ist Angst zu haben irgendwie. Also redet einfach, weil irgendwann kommt ihr da rein und dann macht ihr auch nicht mehr so viele Fehler, wie vielleicht noch am Anfang. Und klar, es gibt immer irgendwie so dumme Leute oder doofe Schüler irgendwie. Aber auch das bessert sich und irgendwann sind auch nur noch alle freiwillig da in der Schule. Also habt da wirklich keine Angst davor. Und ich habe auch schon in der Mittelstufe angefangen, Notizen zu machen. Mich haben immer alle so ein bisschen ausgelacht oder ja, sich so drüber lustig gemacht. Im Endeffekt war ich immer diejenige, die dann, glaube ich, in Fächern wie Physik oder so viel weniger gelernt hat. Aber ich habe halt das gelernt, was der Lehrer uns gesagt hat und wusste das genau, weil ich es aufgeschrieben habe. Also kümmert euch nicht darum, was andere denken. Okay, ich bin jetzt ein bisschen abgeschmolzen, tut mir leid. Dann Französisch und Englisch. Ihr schreibt da auch keine Grammatiktests mehr oder so. Ihr müsst nicht alle Zeitformen können. In Französisch ging eigentlich immer ganz gut klar bei mir. Englisch habe ich besonders bei Zeitformen so oft irgendwas falsch gemacht. Im Endeffekt, mündlich spielt eine sehr große Rolle, aber da müsst ihr auch nicht perfekt sprechen können. Einfach so zu üben zu sprechen, vielleicht englische Filme schauen, Englisch mit der Familie reden. Das macht einen riesen Unterschied wirklich. Oder englische Bücher lesen, laut vorlesen. Wenn ihr das 2 Wochen jeden Abend macht für 10 Minuten, habe ich mit meiner Mom gemacht. Es macht einen riesen Unterschied. Es hebt euch so viel weiter. Und dann natürlich auch Vokabeln lernen, weil meine Englischlehrerin sagt immer, dass meine mündliche Note so hardworking ist, was auch nicht so stimmt. Ich war halt ja in London und Amerika und habe ich halt viel Englisch geredet oder habe ja auch amerikanische Freunde. Aber im Endeffekt, mir fehlen halt viele Vokabeln und sie sagt auch immer, ich habe halt diese Basic-Vokabeln, aber ich benutze halt nicht so viele Fremdwörter auch so im Englischen. Es schadet also nicht, Vokabeln zu lernen. Und wenn ihr die halt einmal so richtig gelernt habt, dann sind die ja auch so im Kopf. Es schadet wirklich nicht, also würde ich mich darauf fokussieren. Wenn ihr Probleme habt mit manchen Zeitformen, eigentlich sind es halt immer so diese Standardformen, die man so hat. Also Präsens, Vergangenheit, dieses mit dem Have, ich habe vergessen, wie das heißt. Also stresst euch da nicht. Dann zur Organisation. Ihr müsst nicht organisiert sein. Ich müsst ja generell nicht so dieses ganze Schulkram so ernst nehmen. Aber ich würde mal sagen, Organisation erleichtert euch einiges. Und besonders viele haben ja gemeint, dass ihr auch so perfektionistisch sind wie ich. Deswegen hoffe ich, ich kann euch so ein bisschen damit weiterhelfen. Also ich habe in der 8. Klasse ein Halbjahr gehabt. Da habe ich wirklich so einen Hänger gehabt. Da hatte ich keinen Bock auf irgendwas. Mir war Schule irgendwie so ein bisschen egal. Ich hatte jetzt kein super schlechtes Zeugnis. Ich hatte, glaube ich, 1er, 2er, ein paar 3er und dann halt 3, 4er. Das war jetzt nicht so, aber im nächsten Halbjahr hatte ich in den genau gleichen Fächern, wo ich eine 4 hatte, eine 1. Also ja, das war halt einfach, ich hatte keine Lust. Was vollkommen in Ordnung ist. Ich glaube, jeder hat so ein halbes bis Jahr, wo das einem egal ist. Und im Endeffekt, ja, ich stehe trotzdem hier. Ist nichts passiert. Genau, aber ich habe in dieser Zeit auch keine Hausaufgaben aufgeschrieben. Was ein bisschen dumm ist, weil ich musste dann immer Leute fragen und die waren dann auch genervt von mir und
Ich war natürlich manchmal auch genervt, wenn Leute mich gefragt haben, so ständig nach Hausaufgaben. Ganz ehrlich, es dauert ja nicht lang, die Hausaufgaben kurz zu notieren. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber bei mir war das so, ich habe auch oft gar nicht so die Zeit gehabt irgendwie oder die Lust, ein Hausaufgabenheft rauszuholen. Ich weiß gar nicht mehr, wieso, aber niemand hatte eins gehabt so. Und dann habe ich einfach so ein ganz kleines Heft gekauft und es so in mein Mäppchen getan. Und da habe ich mir dann immer schnell alles aufgeschrieben. Und das Licht ist so scheiße. Tut mir echt leid. Okay, geht's ja. Und dann habe ich das halt einfach wieder schnell in mein Mäppchen zurückgeschmissen. Ging viel schneller. Hatte ich in der Mittelstufe. Genau, dann habe ich das schon mal kurz erwähnt mit dem mündlich Mitarbeiten. Es ist halt so, wenn ihr mündlich mehr macht, dann müsst ihr ansonsten halt viel weniger lernen zu Hause, was sich halt lohnt, weil wer hat Bock, den ganzen Tag zu lernen? Ich glaube, niemand. Und wenn ihr mündlich mitarbeitet, dann habt ihr schon mal diese Zeit in der Schule halt effektiv genutzt. Ich meine, ihr müsst ja sowieso da sitzen, also warum nicht gleich mitarbeiten? Und dann habt ihr halt viel weniger Arbeit zum Lernen, weil in der Mittelstufe, das ist auch nicht so viel zum Lernen. Dann direkt Hausaufgaben nach der Schule machen. Damit hatte ich auch immer so meine Probleme oder habe. Ist bei mir immer so ein Auf und Ab. Also am besten ist es, wenn ihr das Handy einfach vielleicht ausmacht oder ich habe auch meine gesamten Benachrichtigungen auf ausgeschaltet, lautlos. Oder kriegt die nicht mal angezeigt, weil dann kann ich selbst entscheiden, okay, wann gehe ich auf Insta oder WhatsApp. Und meistens habe ich das dann halt erst im Nachhinein gemacht, wenn ich alles erledigt habe, weil wenn ich das vorher gemacht habe, direkt nach der Schule, das war immer so ein Riesenfehler, weil dann lag ich nur noch auf der Couch, habe Serien geschaut und war da irgendwo und habe im Endeffekt dann irgendwann nachmittags, abends meine Hausaufgaben gemacht und der Tag war irgendwie um, also hat man nicht so viel davon gehabt. Mit Notizen habe ich ja auch schon erwähnt, schreibt euch das einfach auf, dann seid ihr auch besser vorbereitet für Klausuren. Ich habe das Gefühl, besonders in der Mittelstufe haben meine Lehrer viel verraten. Ich weiß noch, mein Physiklehrer, der hat da immer wirklich eigentlich gefühlt die gesamte Klausur so mündlich gesagt. Niemand hat mitgeschrieben außer mir. Und ich habe mir das alles so aufgeschrieben, zu Hause nochmal so eine kleine Übersicht gemacht, wie so ein Erwartungshorizont. Habe das so abgearbeitet und es hat dann vielleicht einen ganzen Nachmittag gedauert. Ich habe immer einen Tag vorher angefangen zu lernen, weil das auch so spät halt mündlich mitgeteilt hat. Aber dann habe ich auch ein 2 geschrieben. Also Physik, dafür, dass ich es nicht kann. Das war dann schon ganz cool. Und ich habe nur einen Tag gelernt. Und lernschlau. Und zwar in Bio war ich immer so am Nervenzusammenbruch, weil das so viel war. Und ich habe auch immer viel zu spät angefangen. Ich weiß nicht, was ist mit mir in den Naturwissenschaften, dass ich da immer so spät anfange zu lernen. Aber habe ich. Und dann habe ich mich ein bisschen informiert. Ich habe ja auch diese Joey Trank Academy, diesen Zugang und habe mich da halt informiert nach Lerntechniken oder auf YouTube geschaut und das ist so gut. In Bio gibt es da einfach so viele Möglichkeiten, sich das so visuell vorzustellen oder auch herauszufinden, welcher Lerntyp man ist und dann ist es so viel einfacher. Und oh, ich erinnere mich noch dran, dann habe ich trotzdem, auch wenn ich einen Tag vorher Bio gelernt habe mit 20 Lernzetteln, ich habe trotzdem noch eine 2 bis 3 geschrieben. Also ja, das war schon ganz gut. Bei Problemfächern habe ich jetzt hingeschrieben noch so Vorarbeiten, aber nur wenn es sich zum Beispiel bei Problemfächern um Deutsch, Mathe, Englisch handelt. Wenn ihr Physik abwählen wollt, ihr seid für scheiße in Physik und ihr habt auch keinen Bock drauf und ihr wisst es ganz sicher, dann ganz ehrlich, kommt vielleicht durch, macht vielleicht mündlich ein bisschen was, dass ihr jetzt vielleicht nicht eine 5 oder 6 kriegt. Ich glaube, da stressen die Eltern vielleicht ein bisschen rum, aber im Endeffekt ist es egal. Also wenn ihr wisst, wo eure Schwächen und Stärken liegen, konzentriert euch auf eure Stärken und die auszubauen. Klar, jetzt wenn Mathe eine Schwäche ist, müsst ihr trotzdem machen, da vielleicht mitkommen und dann versuchen auch mitzukommen so. Aber in anderen Fächern, die ihr abwählt, Informatik bei mir, ich hab da nie was gemacht. Und ich weiß, dass die Lehrer in der Mittel- und Unterstufe so sehr streng sind, was Hefte, Ordner und Klausurenhefte angeht. Ich bin so froh, wir haben sowas nicht mehr in der Oberstufe. Ich fand, es war der größte Scheiß, wirklich. Wenn es geht, ich bin total der Ordnertyp. Also ich habe diese ganzen Schnellhefter. Ich habe auch keinen großen Ordner, weil ich will das alles so getrennt halten. Ich finde das so übersichtlicher. Ich habe mir diese Blöcke halt bestellt und die haben hier überall, das ist zum Beispiel liniert. Ich hoffe, man sieht es. Ja, die haben hier halt überall diesen weißen Rand und Lehrer mögen die auch, weil die können da Notizen machen. Aber genauso gut könnt ihr da Notizen machen. Also ich habe da halt mittlerweile so ein Schema. Ich habe ja auch ein Lernzettelvideo gemacht, da könnt ihr mal vorbeischauen. Dass ich da halt meine Überschrift habe, dann normal halt, was man so aufschreibt. Und am Rand mache ich mir dann irgendwelche wichtigen Anmerkungen. Und besonders in Mathe, das war so ein Life-Changer für mich.
Wirklich, ich habe da halt in einer anderen Farbe nochmal so Schritt 1, 2, 3 hingeschrieben. Und selbst wenn ich Sachen vergessen habe und dann nochmal für die Klausur so gelernt habe, ich habe das dann nochmal so nachvollziehen können, was man ja sehr oft vielleicht nicht kann. Ist wirklich wahnsinnig gut. Und zu guter Letzt, Freunde und Druck. Ich habe es ja schon so ein bisschen angesprochen. Es spielt keine Rolle, was andere Leute über euch denken. Im Endeffekt, die meisten von diesen Leuten, entweder werden sie von der Schule gehen oder ihr werdet noch in der Oberstufe mit denen zusammenhocken. Dann seid ihr aber alle freiwillig da und es ist eine ganz andere Arbeitsatmosphäre, weil ihr auch den Stoff mitbekommen wollt, weil ihr auch keine Lust habt, das alles zu Hause nachzuholen. Also es wird schon besser und ich fand besonders die Mittelstufe war extrem anstrengend, was so Zickenkrieg anging, Freundschaften, irgendwie, dass man sich gemocht hat. Dann 2 Tage später hatte man wieder Streit und ich kann auch nur da sagen, das geht vorbei. Ich weiß auch noch, ich hatte immer so einen Tangle-Teaser dabei und ich denke mal, die kennt man auch so. Und ich war so die Erste und so viele haben sich darüber lustig gemacht von dem Mädchen und meinte, ja, ich komme jetzt wieder mit meinem Kamm raus. Aber es hat mich halt an mir so genervt, dass meine Haare morgens dann immer so zerzaust waren. Und ein halbes Jahr später hatte so gut wie jedes Mädchen einen Tangle-Teaser dabei und jeder hat es benutzt. So, es verändert sich ständig was in der Mittelstufe. Und es wird definitiv besser, wartet einfach ab. Und im Endeffekt, die meisten Leute werdet ihr halt auch nie wieder sehen ab der Schule. Ich glaube, gerade durch Corona hat man gemerkt, mit welchen Leuten man wahrscheinlich vielleicht trotzdem noch Kontakt hält und mit welchen halt nicht. Und macht euch nicht so viel Druck, seht es locker, es ist nur die Mittelstufe. Am besten halt mit wenig Arbeit gut klarkommen, aber genießt die Mittelstufe, genießt, dass ihr noch nicht so viele Klausuren habt. Und ja, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Tut mir leid wegen den Lichtverhältnissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.